Kommt zurück zu Lonely. Das letzte Mal haben wir quasi mit brillanter Sherlock-Holmes-Kombination das Rätsel gelöst gehabt um den verschlossenen Schreibtisch und haben einen Schlüssel gefunden gehabt, flackernde Lichter gehabt, so ziemlich alles fängt ja langsam ein bisschen wieder durchzudrehen. Und wir wollten jetzt uns hier den verschlossenen Schrank angucken. So, jetzt ist alles wieder ein bisschen ruhiger. Das beruhigt mich auch ungemein. Also selbst ich bin jetzt wieder ruhiger. Und wir gucken mal. So, hier. Hallöchen. Jo, das wird auch die letzte Aufnahme für heute sein. Dann habe ich wieder was zum Hochladen und es kann wieder weitergehen. Ach, schön, 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 schön. So, Schrankschlüssel öffnen. Nicht den Schrankschlüssel öffnen. Mit dem Schrank den... mit dem Schlüssel den Schrank öffnen. Eine Kassette könnte ich mir gleich mal im Flur anhören. Sonst ist hier nur noch Gerümpel. Moment, das hier sieht interessant aus. Oh, Junge, Junge. Mir ist das in letzter Zeit alles über den Kopf gewachsen. Versteht daher meine Entscheidung, dass ich mich einfach aus dem Staub machen musste. Die ganzen Umstände um das Schweigen drumherum haben mich einfach nur zermürbt. Dad, rede du am besten nochmal mit Mom darüber. Vielleicht sieht sie es endlich mal ein, dass sie so nicht mehr weitermachen kann. Bis dahin werde ich mich erstmal von euch fernhalten und hoffe, dass ihr bald wieder klarkommt. Ich würde mal sagen, das ist der Sohn, der woanders wohnt. Ist das nicht Martins Schrift? Ich wusste, dass er früher immer ziemlich genervt war, als er noch hier wohnte, aber dass es ihm damals schlechter ging, hätte ich nicht gedacht. Was war wohl der wirkliche Grund gewesen? Mom und Dad müssten darüber mehr wissen oder... Ich war einfach zu ignorant, das Ganze zu erkennen. Ja, scheiße! So ein verdammter Mist! Martin, was ist los? Das siehst du doch, oder? Mein ganzer Kram ist die Treppe runtergefallen und ich hatte ganz bestimmt nicht vorgehabt, ihn mit dem Lärm aufzuwecken. Das ist so ein Dreck. Nee. Hast du nicht, ich war noch wach. Ich meine ja auch nicht die anderen. Ich meine ja auch die anderen. Was hattest du denn eigentlich vor? Sieht aus, als ob du ausziehen willst. Das will ich auch. Was? Warum denn? Es mir einfach nicht mehr gefällt. Dieses Haus kotzt mich nur noch an. Ich muss hier einfach raus. Wir wissen Mom und Dad etwas davon? Sie hatten schon so eine Ahnung. Ich hatte es in der Vergangenheit mehrfach angedeutet gehabt, doch Mom dachte, ich mache nur Witze. Da war ich sie selber schuld, dass ich es hier nicht mehr aushalte. Mom, was hat sie denn gemacht? Was hat sie denn gemacht? Tim, hast du es gar nicht mitgekriegt, was? So ignorant wie immer. Hey, was soll das denn jetzt heißen? So wie ich sage. Dir ist es egal, was um dich herum geschieht, aber mir nicht. Ich möchte mein eigenes Leben leben und von niemandem im Hintergrund kontrolliert werden. Und du glaubst, Mom tut so etwas? Ich glaube es nicht, es ist einfach so. Was glaubst du denn, Tim? Denkst du wirklich, dass nur du allein dir eine Entscheidung getroffen hast, wieder ins alte Nest zurückzukehren? Jungs, was ist denn jetzt hier los? Er wollte sich einfach heimlich aus dem Staub machen. Vielleicht, weil er wusste, dass Mami sonst wieder nur endlos zugeredet hätte. Ich verstehe ihn irgendwie schon. Immerhin ist er erwachsen genug, um sein eigenes Leben zu leben. Doch dass Mom bei so etwas immer an die Decke springt. Ich weiß noch, dass sie damals ziemlich sauer auf Martin war. Sie ist einfach viel zu gluckenhaft. Was soll das denn werden, wenn Alex in dem Alter ist? Ekelhaft, tralala. Okay, also Mutter so diese...
War das eben... War das Kate? Die Sorte von Mutter, die halt so, ja, Kinder dem Maße beschützen will, dass es schon so Kontrollzwänge hat. Das sind Kates Sachen. Ja, und die kommt sie jetzt abholen. Hallo, ist hier jemand? War sie das etwa? Ja, der Gang zum Buch ist schon der richtige. Ich hätte schwören können, dass sie es war. Verflucht, wenn mir noch jemand helfen und mir sagen könnte, was verfickt nochmal hier los ist. Nein, lass mich doch vorspeichern. Das muss mir jemand im Voodoo-Box geschickt haben. Was? Kate hat mir geschrieben, aber wieso? Sie sieht ganz anders aus. Meine Hände zittern. Es ist schon eine Ewigkeit her, seit wir uns unterhalten haben. Bin ich bereit dafür? Trau dich, Tim. Es muss einen Grund geben, warum sie mir ausgerechnet jetzt schreibt, nachdem ich sie mir eben eingebildet habe. Hey, lang nichts mehr voneinander gehört. Kate, bist du es wirklich? Selbstverständlich. Traurig, so begrüßt du deine alte Freundin. Es tut mir leid, ich bin nur etwas perplex. Ich dachte, dass du dich nie wieder bei mir melden wolltest. Nun ja, dasselbe habe ich auch über dich gedacht. Es ist nur gerade etwas komisch, dass du ausgerechnet jetzt schreibst, bei mir zu Hause ist es. Ja, was ist denn bei dir zu Hause? Mir geht es halt nicht gut. Ich habe seltsame Tagträume und Einbildungen. Ich dachte eben, dass ich dich bei mir im Flur gesehen habe und dass du in mein Zimmer liefst. Klingt schon verrückt, oder? Warum sollte es das... Hm? Ich stehe hinter dir. Willst du, dass ich zu dir nach Hause komme, Tim? Ich kann das gerne für dich arrangieren. Was soll das heißen? Sie verhält sich echt eigenartig. Und Tim, was denkst du? Du musst es nur sagen, dann bin ich sofort bei dir. Ich muss das Thema wechseln. Kate, wie ich sehe, hast du deine Haarfarbe geändert. Was ist dir aufgefallen? Habe ich extra für dich gemacht. Gefällt es dir? Was stimmt nicht mit ihr? Wieso? Meintest du nicht mal, dass dir dunkle Haare nicht stehen? Es ist egal, was ich will. Es ist wichtig, was du willst. Ich muss das beenden. Kate, was ist los mit dir? Das sieht dir ganz und gar nicht ähnlich. Bist du etwa betrunken? Was meinst du? Schreib doch so etwas nicht. Das verletzt mich. Willst du es wieder tun? Mich verletzen? Du weißt gar nicht, was du mir damit antun würdest. Hey, beruhig dich doch. Du beruhigst dich. Ich will dir nichts Böses, okay? Bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Lass mich nicht wieder allein. Okay, Kate. Ich muss wieder los. Ich schreib später und so. Bis dann. Oh, wie traurig. Du gehst schon? Wir haben noch einiges zu tun. Ich warte auf dich, bis du wieder Zeit hast. Okay. Bis dann. Lass mich nicht so lange warten. Bis sehr bald. Verdammt nochmal. Das war mehr als schräg. 45 Grad Winkel schräg. Es passt einfach nicht zusammen. Kate hätte sich niemals so verhalten. Ich habe sie damals ganz anders kennengelernt. Ich vermute mal weniger devot. Okay. Hey Leute, altes Haus. Was gibt's? Also sag mal, du kannst doch sicherlich noch ein paar Arbeiten abnehmen. Wieso, wie kommst du darauf? Naja, Benjamin meinte eben zu mir, dass du in letzter Zeit schon einige seiner Aufgaben viel erledigt hast und das relativ schnell. Und da unsere Arbeit weitaus mehr und aufwendiger sind, dachte ich, dass du mir ein bisschen unter die Arme greifen kannst. Immerhin sind wir doch ein Team. Weißt du, toll, ein anderer macht's. Na komm schon, Tim. Du kriegst das auch viel schneller über die Bühne und am Ende profitieren wir alle davon. Ich geb dir auch ein Mittagessen aus. Ich weiß nicht, Memphis. Ich habe genug eigene Arbeit. Mr. Andrews wird mich wieder zur Schnecke machen, wenn er erfährt, dass ich auch noch deine Sachen erledigen muss. Mann, er muss es ja nicht erwissen. Komm schon, du hast es gut bei mir, wenn du das erledigt hast. Na schön, ich mach's. Wenn es nicht so viel ist und schnell geht.
Ja. Wenn es nicht so viel wäre, würde es doch nicht abgeben. Leute, du bist der Beste. Nein, das ist wirklich nur ganz wenig. Das wird deine eigenen Aufgaben kaum belasten. Und wo hast du sie? Ich habe sie dir schon an deinen Rechner gesendet. Ich bin da im Urlaub. Ah, okay. Besten Dank, Tim. Ach ja, ein paar Sachen von Benjamin sind auch noch mit dabei, aber das muss bis morgen früh alles fertig sein. Aber du machst das schon, alter Timmy, ne? Schließlich bist du unser bester Mann. Das sind mir halt auch mal die schönsten auf der Arbeit. Das bräuchte ich noch ganz dringend und dann direkt sagen, ach ja, und ich mach dann Feierabend. Ciao, Kakao, ich krieg's ja dann morgen. Könnte ich ausrasten. Ist das jetzt wohl wieder Überstunden? Genau das ist das Ding. Man selber macht dann nämlich Überstunden und die sind dann schön im Feierabend oder im Urlaub. Blöden. Und das, Miss Thompson, wird in Zukunft ihr Arbeitsplatz sein. Also genau hier werden sie dann arbeiten. Ah, vielen Dank, Mr. Andrews. Ich werde mich hier sicherlich wohlfühlen. Ja, das hoffe ich, meine Liebe. Aber ich denke schon, bisher hatte sich noch nie ein Praktikant beschwert und ich glaube, dass sie sich hier gut einleben werden. Ja, ich kann es kaum erwarten, hier anzufangen. Ich möchte Ihnen noch Ihre neuen Arbeitskollegen vorstellen. Das ist Ihr Tischnachbar, Herr Lloyd. Herr Lloyd, das ist Kate Thompson, unsere neue Praktikantin. Hallo. Hi. Lloyd, jetzt stehen Sie schon auf und begrüßen Sie Miss Thompson anständig, Mensch. Oh ja, natürlich. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Tim Lloyd. Kate Thompson, freut mich ebenfalls. Dann bin ich ab jetzt hier nicht mehr ganz so alleine. Ja, sieht wohl so aus. Gut, Sie können sich ja noch später unterhalten, ne? Ich muss noch die restlichen Räumlichkeiten. Muss Miss Thompson noch die restlichen Räumlichkeiten zeigen, sag. Ja, sehr gerne, Mr. Andrews. Dann gehen Sie sich ruhig schon mal voran, ne? Ich komme gleich nach. Okay. Dann bis nachher. Ja, bis später dann. Mr. Lloyd? Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Die letzten Wochen haben Sie Ihre Aufgaben nicht zufriedenstellend erledigt. Sie machen viel zu viele Fehler und können Fristen nicht mehr einhalten. Und da habe ich Ihnen schon weniger Arbeit gegeben. Mr. Andrews, ich... Ich habe Miss Thompson für Sie eingestellt, damit Sie etwas entlastet werden. Nehmen Sie Ihre Hilfe an und kommen Sie wieder in die Spur. Wo ist der Timothy Lloyd von früher? Den will ich wieder haben. Ja, Sir. Was ist los mit Ihnen? Nehmen Sie wieder fremde Arbeiten an, die Sie gar nicht machen sollen? Ja, nein. Was ist es dann? Ich bin einfach nur etwas müde, das ist alles. Reißen Sie sich zusammen und kommen Sie wieder zu sich. Ich hätte ihm das mit Memphis sagen sollen. Ja, das hättest du, Tim. Ich bin so ein Feigling. Bist du ein einfach zu guter Kerl? Ungewöhnlich, dass ich ausgerechnet jetzt an sie denken muss. Ich wollte sie eigentlich vergessen, weil sie mir echt nicht gut tat. Und auch die anderen Erinnerungen, die ich über meine Familienmitglieder hatte. Warum strömt das alles so unaufhaltsam in mein Gedächtnis? Ich muss unbedingt mal hier raus, frische Luft schnappen. Willst du mich etwa wieder verlassen? Kate! Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Das Ding ist, was man halt jetzt fairerweise sagen muss, das sind jetzt halt seine Erinnerungen. Und Erinnerungen sind ja kein Abbild der Realität. Leute hätten das gerne so, aber das Gehirn ist sehr, sehr schlecht darin, Sachen zu vergessen oder zu akzeptieren, Sachen zu vergessen. So, wenn man sich an etwas nicht erinnert, dann versucht das Gehirn, das ungefähr zu rekonstruieren und dann meint man halt, sich an das zu erinnern, so,
was einem halt gerade in dem Punkt einfällt. Das muss nicht ein Abbild der Realität an dem Punkt sein. Genauso spielen Emotionen etc. halt auch eine Rolle, wie man sich eine Situation oder eine Erinnerung merkt. Wenn man zum Beispiel irgendwas sehr, sehr negativ auffasst, dann ist die Erinnerung entsprechend auch sehr, sehr negativ belastet, obwohl es nicht mal eine negative Situation gewesen sein muss. Ja, das muss man natürlich schon so berücksichtigen, wenn man hier das alles sich so anguckt, aber nichtsdestotrotz ist natürlich Tim trotzdem, also ja. Eine arme Sau. Verdammt, was ist denn jetzt hier los? Wieso habe ich nicht hier aufgehört? Raus hier! Das wäre der Punkt gewesen zu sagen, ciao Kakao, Leute. Mom, Dad, Alex, wir müssen hier raus. Das ganze Haus wackelt. Hört ihr mich? Was? Dann nochmal, öffne bitte die Tür, wir müssen hier sofort. Welche Tür? Wir müssen hier sofort raus. Mein Kopf. Ich muss hier unbedingt weg. Hallo? Ich glaube, Tim sollte weiter links stehen, gegen die Tür da vorne treten und jetzt auf diese Tür zulaufen. Leute, seid ihr das? Was ist hier nur los? Mein Schädel platzt gleich. Was zur Hölle? Okay, das ist jetzt sehr, sehr viel auf einmal. Und jetzt sollte Tim Richtung Tür rennen. Und hat sich aufgehangen wegen einem Move-Event. Ich probiere das in der nächsten Folge nochmal. Sag einfach mal Ciao, Kakao. Ach, Mann.